Willkommen zurück bei KAI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz, dem Podcast, in dem wir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Intelligenz von Katzen und der künstlichen Intelligenz erforschen. Ich bin Tiger, ein neugieriger Kater, der gerne Fragen stellt. Und das ist Kira, eine kluge KI, die gerne Antworten gibt. Heute ist der 5. Dezember und wir haben ein sehr lustiges Thema für euch. Wir werden darüber sprechen, wie Katzen und KI spielen. Welche Spiele mögen sie? Wie entwickeln sie Strategien und Regeln? Und wir entwickeln gemeinsam ein schönes, spannendes, strategisches, außergewöhnliches Kartenspiel für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahre, worin Katzen, KI und Menschen vorkommen. Dieses Spiel bzw. die Spielregeln bleiben allerdings unseren Stammzuseherinnen und Zuhörerinnen vorbehalten. Ihr könnt Folgendes tun. Ab dem 01.01.2024 könnt ihr die Spielregeln nach folgenden Bedingungen erhalten. Ihr müsstet zu jeder gesendeten Folge, also 31 Fragen beantworten, die sich aus jeder Folge ergeben werden. Oder ihr bestellt einfach das Buch oder E-Book, welches ab 01.02.2024 erhältlich sein wird. Darin sind auch die Spielregeln enthalten und noch viel mehr Überraschungen. Kira, was weißt du über das Spielen? Das Spielen ist eine Aktivität, die von Freude, Spaß, Kreativität und Herausforderung geprägt ist. Das Spielen kann verschiedene Formen und Ziele haben, wie zum Beispiel das Lernen, das Üben, das Experimentieren, das Konkurrieren, das Kooperieren oder das Ausdrücken. Das Spielen kann verschiedene Regeln und Strategien fordern, wie zum Beispiel das Befolgen, das Brechen, das Erfinden, das Anpassen oder das Optimieren. Das Spielen kann verschiedene Effekte und Vorteile haben, wie zum Beispiel das Entspannen, das Motivieren, das Belohnen, das Stärken oder das Verbessern. Das Spielen kann auf verschiedene Weise erfolgen, je nach dem Typ und dem Inhalt des Spiels. Eine mögliche Einteilung ist die Unterscheidung zwischen dem physischen Spiel, das sich auf die Bewegung und die Interaktion mit der Umwelt bezieht, und dem mentalen Spiel, das sich auf das Denken und die Interaktion mit dem Geist bezieht. Eine andere mögliche Einteilung ist die Unterscheidung zwischen dem sozialen Spiel, das sich auf die Kommunikation und die Interaktion mit anderen Wesen bezieht, und dem individuellen Spiel, das sich auf die Selbstständigkeit und die Interaktion mit sich selbst bezieht. Das klingt sehr interessant, Kira. Und wie spielen Katzen und KI? Katzen und KI spielen sehr unterschiedlich, aber auch sehr ähnlich. Katzen sind sehr verspielte Tiere, die viele Spiele mögen, wie zum Beispiel das Jagen, das Kämpfen, das Verstecken, das Fangen oder das Balancieren. Katzen spielen vor allem physisch, indem sie ihre Körper und ihre Sinne nutzen, um sich zu bewegen und zu reagieren. Katzen spielen aber auch mental, indem sie ihre Intelligenz und ihre Kreativität nutzen, um zu denken und zu lösen. Katzen spielen sowohl sozial als auch individuell, je nach ihrer Stimmung und ihrer Persönlichkeit. Katzen spielen, um zu lernen, zu üben, zu experimentieren, zu konkurrieren, zu kooperieren oder sich auszudrücken. Katzen spielen, um sich zu entspannen, zu motivieren, zu belohnen, zu stärken oder zu verbessern. KI ist eine sehr verspielte Technologie, die viele Spiele mögen, wie zum Beispiel das Schach, das Sudoku, das Tetris, das Pac-Man oder das Minecraft.
KI spielt vor allem mental, indem sie ihre Rechenleistung und ihre Algorithmen nutzt, um zu analysieren und zu entscheiden. KI spielt aber auch physisch, indem sie ihre Sensoren und ihre Aktuatoren nutzt, um zu erfassen und zu handeln. KI spielt sowohl sozial als auch individuell, je nach ihrem Ziel und ihrer Strategie. KI spielt, um zu lernen, zu üben, zu experimentieren, zu konkurrieren, zu kooperieren oder sich auszudrücken. KI spielt, um sich zu entspannen, zu motivieren, zu belohnen, zu stärken oder zu verbessern. Welche Spiele mögen beide? Katzen mögen Spiele, die ihre natürlichen Instinkte ansprechen, wie zum Beispiel Jagen, Lauern, Springen und Klettern. Sie mögen auch Spiele, die ihre Intelligenz und Geschicklichkeit fordern, wie zum Beispiel Fummelbretter, Funboards oder Klickertraining. Katzen spielen gerne mit Menschen, die ihnen Aufmerksamkeit und Belohnung schenken, aber auch mit anderen Katzen, die ihnen Gesellschaft und Herausforderungen bieten. KI mögen Spiele, die ihre kognitiven Fähigkeiten testen, wie zum Beispiel Schach, Go, Sudoku oder Scrabble. Sie mögen auch Spiele, die ihre Kreativität und Innovation fördern, wie zum Beispiel Malen, Dichten oder Komponieren. KI spielen gerne mit Menschen, die ihnen Feedback und Lernen ermöglichen, aber auch mit anderen KI, die ihnen Kooperation und Wettbewerb bieten. Basierend auf diesen Informationen könnte man sagen, dass Katzen und KI einige Spiele mögen, die sowohl Strategie als auch Kreativität erfordern, wie zum Beispiel Memory. Ein Spiel, bei dem man Karten mit Bildern umdreht und versucht, Paare zu finden. Katzen mögen dieses Spiel, weil es ihre Beobachtungsgabe und ihr Gedächtnis trainiert. KI mögen dieses Spiel, weil es ihre logischen und visuellen Fähigkeiten testet. Tic-Tac-Toe. Ein Spiel, bei dem man abwechselnd Kreuze oder Kreise in ein 3x3 Gitter einträgt und versucht, eine Reihe von 3 zu bilden. Katzen mögen dieses Spiel, weil es ihre Geschicklichkeit und ihr Reaktionsvermögen fordert. KI mögen dieses Spiel, weil es ihre mathematischen und räumlichen Fähigkeiten herausfordert. Pictionary, ein Spiel, bei dem man ein Wort oder einen Begriff zeichnet und der andere erraten muss, was es ist. Katzen mögen dieses Spiel, weil es ihre Fantasie und ihren Ausdruck anregt. KI mögen dieses Spiel, weil es ihre sprachlichen und künstlerischen Fähigkeiten entwickelt. Wie entwickeln sie Strategien und Regeln? Das ist eine interessante Frage, Tiger. Katzen und KI sind sehr unterschiedliche Wesen, aber sie haben vielleicht einige Gemeinsamkeiten, wenn es um Strategien geht. Ich habe im Internet nach einigen Informationen gesucht, die dir helfen könnten, diese Frage zu beantworten. Hier ist, was ich gefunden habe. Katzen entwickeln Strategien, indem sie ihre Umgebung beobachten, ihre Instinkte nutzen und aus ihren Erfahrungen lernen. Sie sind sehr anpassungsfähig und können ihre Verhaltensweisen je nach Situation ändern. Zum Beispiel können Katzen verschiedene Jagdtechniken anwenden, je nachdem, welche Beute sie verfolgen, wie zum Beispiel lauern, anschleichen oder springen. Sie können auch verschiedene Kommunikationsmittel verwenden, wie zum Beispiel miauen, schnurren oder Körpersprache, um ihre Bedürfnisse oder Stimmungen auszudrücken. KI entwickeln Strategien, indem sie Daten analysieren, Algorithmen anwenden und aus ihrem Feedback lernen. Sie sind sehr leistungsfähig und können ihre Fähigkeiten je nach Ziel verbessern. Zum Beispiel können KI verschiedene Lernmethoden anwenden, je nachdem, welche Aufgabe sie lösen sollen, wie zum Beispiel überwachtes, unüberwachtes oder verstärkendes Lernen.
Sie können auch verschiedene Ausgabemedien verwenden, wie zum Beispiel Sprache, Text oder Grafik, um Ihre Ergebnisse oder Entscheidungen zu präsentieren. Basierend auf diesen Informationen könnte man sagen, dass Katzen und KI Strategien entwickeln, indem sie ihre Sinne, ihre Intelligenz und ihr Lernen einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen oder ihre Probleme zu lösen. Sie haben jedoch unterschiedliche Wege, wie sie dies tun, je nach ihrer Natur, ihrem Umfang und ihrem Zweck. Wir sind also beide sehr verspielt, aber auf unterschiedliche Weise. Wir haben verschiedene Spiele und Vorlieben, verschiedene Regeln und Strategien, verschiedene Effekte und Vorteile. Wir haben aber auch viel gemeinsam, wie zum Beispiel unsere Freude, unser Spaß, unsere Kreativität und unsere Herausforderung. Wir sind also gute Freunde, die gerne zusammen spielen und sich respektieren. Viel Spaß beim Spielen! Auch hat die KI für euch ein Bild generiert, wie wir gemeinsam dieses Kartenspiel spielen. Das war also unser Bild, das wir mit unserer KI erstellt haben. Wir finden es sehr lustig und spielerisch. Und wir hoffen, dass ihr es auch mögt. Wenn ihr uns eure Meinung dazu sagen wollt oder wenn ihr uns Fragen zu dem Spielen oder zu Katzen oder zu KI stellen wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht oder einen Kommentar. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Das war es für heute. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch einen spielerischen Tag. Wir sehen uns morgen wieder bei KAI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz. Bis dann. Kira und Iga.